zwei Vereine aus Deutschland und Frankreich, die beide Hip-Hop-Tanz-Angebote für Jugendliche anbieten, treffen sich rund um dieses Thema Tanzen, Hip-Hop und tauschen sich aus, tanzen zusammen, kreieren etwas zusammen. Und es geht darum, mit jungen Erwachsenen zu arbeiten, die in der Berufseingliederung Orientierung sind, die vielleicht noch Tipps und Erfahrungswerte von anderen Leuten brauchen, um sich besser zu entscheiden, was sie in ihrem professionellen Werdegang machen möchten. Und innerhalb von dieser Woche können sie verschiedene Arten von Projekten besuchen, von Quereinsteigern lernen, darüber lernen, wie man sich selbstständig machen kann und natürlich auch den Austausch mit den anderen genießen. Spannend. Bereichernd. Und das war einfach extrem bereichernd, sich dort auszutauschen, über den anderen, die andere was zu erfahren und gemeinsam das zu teilen, rund um ein Thema, was in diesem Fall dann Hip-Hop-Tanz war. Die Street-Shows. Während der Woche haben die Teilnehmenden gemeinsam Tanzworkshops besucht, wo sie gemeinsam eine Choreografie auf die Beine gestellt haben, kreiert haben, die sie dann in der Altstadt von Tours aufgeführt haben. Verschiedene. Das eine, ganz oft kommen Leute her, die noch nie gereist sind und dann sind sie das erste Mal gereist, das erste Mal in Frankreich und haben diesen Flash von Marseille, Sonne, Meer, blauer Himmel, weiße Steine. Und ich glaube, dass das viel ausmacht für die jungen Menschen. Ihr seid nicht alleine. Ganz klar, ihr könnt beim DFW anfragen. Es gibt nämlich verschiedenste Netzwerke, die helfen können. Es gibt die pädagogischen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Es gibt eine Teamerinnen-Datenbank mit Leuten, die sowas schon mal geteamt haben. Es gibt die Möglichkeit, an Fortbildungen teilzunehmen und so andere Akteure und Akteurinnen der Jugendarbeit kennenzulernen und sich mit denen auszuprobieren. Es gibt die Netzwerke im Rahmen der Strategie Diversität und Partizipation, zum Beispiel wie jetzt zwischen Hamburg und Marseille. Da kann man auch andere Leute kennenlernen, die einem schon von ihren Erfahrungen berichten können. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, auch mit Jugendlichen oder jungen Erwachsenen zu sprechen, die daran schon teilgenommen haben und die einem sagen können, was bei ihnen gut funktioniert hat. Und deswegen denke ich, geht einfach auf die Leute zu und lasst euch helfen. Man braucht nicht die andere Sprache sprechen, man hat Hände und Mimik und man kann damit sich sehr, sehr gut verständigen. Wenn man Lust hat, Offenheit braucht man, das ist das Einzige, denke ich.